Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Blissim Sommerbox Juli und August. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bekomme diese Box in Kooperation zugeschickt. Das heißt, das hier ist meine Box. Ich habe aber noch eine zweite da. Die möchte ich gerne an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal dort rein. Ja, es ist Sommer und in Frankreich ist das Ganze halt so, dass die sehr, sehr gerne, ich glaube Juli oder August, ich glaube im Juli ist es so, ne, tatsächlich die Schotten dicht machen. Und deswegen hat sich auch hier die Blissim-Box gedacht, okay, wir machen jetzt quasi eine Doppelbox. Das heißt, es gibt eine Box im Juli, ne, die kostet doppelt so viel wie normalerweise. Normalerweise sind 16,90 Euro pro Box und pro Monat. Die hier kostet für die Abonnenten dann 33,80 Euro. Ich habe auch einen Code, Blissim Claudine, damit könnt ihr immer ein bisschen was sparen. Normalerweise sind es 5 Euro auf die Abo-Box. Ich weiß nicht, ob das dann jetzt auch quasi 10 Euro auf die Doppelbox wäre. Wäre ja auf jeden Fall sinnvoll, ne? Und wir haben hier 10 Produkte drin. Warenwert ist wohl irgendwie über 150 Euro und das finde ich sehr, sehr cool. Die Blissim-Box enthält auch meistens etwas kleinere Produkte von so französischen Marken oder auch unbekannten Marken. Und ich finde es immer sehr, sehr spannend, mich da einfach auch ein bisschen durchzutesten, ranzutesten. Manchmal werden wir auch überrascht von richtigen Knallerprodukten. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Also ich habe tatsächlich auch so gelesen, dass ein paar Produkte auch unterschiedlich sind. Also dass man quasi so ein Grundteil davon, das werde ich euch gleich auch zeigen, ne, ist tatsächlich bei allen gleich. Und dann gibt es, glaube ich, 4 Produkte, die alternativ zueinander sein können. Wir gucken mal. Zuallererst habe ich hier diese wunderschöne Tasche als Box und die finde ich sehr, sehr schön. Man konnte sich das Design auswählen. Es war klar, dass ich mich hierfür entscheide, weil ich das wunderschön finde. Ich glaube, es gab auch noch so eine blaue Variante, die sehr maritim war. Ich bin dann eher fürs Bunt zuständig. Ich habe jetzt erstmal hier den Flyer Cool Summer. Tauche ein in die Beauty-Welle. Oh, das Ganze ist dann tatsächlich auch hier mit einem Code scannbar. Und ja, die offizielle Sommerauswahl. Ach, guck mal, hier ist auch aufgeführt, was quasi dann alle so drin haben. Und die anderen Produkte sind dann alternativ. Ja, es haben aber alle mindestens einen Warenwert von 150 Euro. Wie gesagt, wenn ihr die Box schon abonniert habt, dann schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was bei euch unterschiedlich ist. Ich kann auch gleich nochmal in der Verlosungsbox nachschauen, was da vielleicht so unterschiedliche Produkte drin sind. Dann gibt es ja auch noch Tipps, die hier reingeschrieben wurden. Es ist auch so, dass man online auch super viele Tipps und Tricks bekommt. Sowohl wenn man Abonnent ist, dass man da halt auch ganz viel lesen kann, als auch wenn man kein Abonnent. Wir haben alle drin diesen Exfoliating Handschuh. Ja, Exfoliating Glove, das ist dieser hier. Und damit kann man dann entsprechend seinen Körper zum Beispiel peelen, ohne dass man halt zusätzlich Produkt braucht, ne? Ich habe es auch mal genommen, weil sowas öfters auch mal zum Beispiel in den Adventskalendern drin ist. Wenn ich Sammy geduscht habe und der gerade halt so richtig im Fellwechsel war, dass ich mir die einfach zwei so an die Hände gemacht habe und dann so richtig durch sein Fell durchgeknetet habe. Das war schon gut. Genau, hier sind auch noch ein paar Tipps, wie man das Ganze anwenden kann. Genau so halt, ne? Ja, ist einfach so ein Handschuh. Ist ganz praktisch, kann man gebrauchen. Ne, ist okay. So, dann greife ich jetzt mal die Produkte raus, die auch hier noch stehen. Das ist hier einmal Sable Doré oder Sablé Doré. Das ist ein After Sun Lamella Treatment. Pur Cheveux. Wie geil für die Haare. 50 ml, das ist eine französische Marke. Und ja, wir hatten jetzt auch ziemlich viele sehr, sehr heiße Tage gehabt. Und du machst das, nachdem du deine Haare shampooniert hast, in deine Haare rein, massierst das auch ein bisschen rein und lässt es 2 bis 3 Minuten einwirken und dann kannst du es halt rausspülen. Steht hier auf Französisch drauf, ein bisschen Französisch kann ich vor allem, kann ich, aber da steht es auch ein bisschen auf Englisch noch drunter. Aber genau so, ne, das ist total cool, also ich feiere das mega. Ich denke auch viele freuen sich darüber. Ich habe jetzt so nicht das Problem damit, dass jetzt die Sonne meine Haare einfach ein bisschen heller macht, ne, weil das sind naturblonde Haare. Ich kriege dadurch auch noch ein paar mehr Natur-Highlights, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man jetzt aber gefärbte Haare hat, will man ja eigentlich schon die Haarfarbe behalten, die man ja auch sich gefärbt hat. Da kommt sowas dann sowieso total gut, ne? Und naja, du beschützt deine Haare halt. Ich finde das cool. Und das riecht gut. Sehr, sehr cremig. Oh, das riecht wirklich angenehm. Okay, das hier haben auch alle drin. Das ist von Hugon, das Self-Tan Sunshine Drops Produkt. Self-Tanning Drops Golden Glow. Und hier haben wir 15 ml drin. Und hier kannst du einfach 2 bis 6 Tropfen in deine Tagescreme machen zum Beispiel. Und das ist halt zum Gesicht selbst bräunen.
Ich benutze keinen Selbstbräuner mehr. Wir finden es jetzt immer mehr in den Sommerboxen drin, ne? Man kann sowas auch super in seine Bodylotion reinmachen, zum Beispiel für die Beine. Meine Empfehlung, das habe ich damals öfters gemacht. Ist auch ein schöner, ne, bronzy Touch, den man dann quasi bekommt. Und das Gute bei diesen Dingern ist halt wirklich, dass das Ganze nicht irgendwie deine Kleidung einfärbt, wie jetzt so klassische Selbstbräuner, die man sonst so kennt. Also ich finde die Drops von allen Selbstbräunerprodukten, die es so gibt, am anwenderfreundlichsten, ne? Weil ich bin ja tatsächlich der DAO überhaupt, der DAO dümmste anzunehmende User, was Sonnenschutzprodukte angeht, ist wirklich so. Nicht Sonnenschutz, Entschuldigung, Selbstbräuner. Sonnenschutz habe ich voll drauf, Leute, aber Selbstbräunerprodukte halt. Und ja, deswegen. Und das hält einem auch wirklich lange. Wenn du nur so 2 bis 6 Tropfen nimmst fürs Gesicht, würde ich jetzt mit meinem transparenten Teint auch nur 2 Tropfen nehmen, weil ansonsten sähe das halt zu krass aus, ne? Und mein Gesicht ist witzigerweise, obwohl ich da richtig krass viel Lichtschutzfaktor und so immer verwende. Ja, ich habe mein Fenster offen, Entschuldigung, ihr hört Vögel und Autos. ist tatsächlich ein bisschen dunkler sowieso als mein Hals zum Beispiel, weil der, mein Gesicht ist mehr durchblutet und ich habe halt auch überall Sommersprossen. Dementsprechend brauche ich eigentlich, wenn überhaupt, Selbstbräuner am Hals und Dekolleté. Und dann könnte ich ja direkt schon irgendwie, ne, ich weiß dann einfach nie, wo ich aufhören soll. Okay, dann habe ich hier das nächste. Das ist sehr praktisch. Ein Lichtschutzfaktor 50 plus von Kukusan, nee, von wo bist du denn? 71. Okay. Kukusan Sunfluid und Skin and Ocean Respect. Sowas finde ich auch immer sehr charmant. 8 Stunden soll das Lichtschutzfaktor halt auch geben. Und wie gesagt, 81% natürliche Inhaltsstoffe und Lichtschutzfaktor 50 plus. Fantastisch. Also fürs Gesicht ist es dann halt für mich persönlich perfekt. Steht hier drauf, dass es fürs Gesicht ist oder ist es dann für den Körper gedacht? Das kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht direkt sehen. Aber da hier 40 Milliliter drin sind, hätte ich jetzt gedacht, das ist tatsächlich auch für das Gesicht gedacht. Das Sonnencreme, Selbstbräunungstropfen. Ach du, das kannst du quasi auch zusammen verwenden natürlich, ne? Mit den Selbstbräunertropfen. Ja, auch das ist natürlich möglich. Ja. Noch ein Produkt, was alle drin haben, ist hier von Verao Booty and Boobs Cream. Wie cool. Finde ich richtig cool. Einfach mal was Abgefahrenes, ne? Hydrate and Tonifié Parfüm Papaya von aus Brasilien. Oh, das ist auch schön. 50 Milliliter, also das soll dann quasi nach brasilianischem Papaya auf deinem Körper riechen. Na, da müssen wir gleich mal unser Näschen ranhalten, ne? Bin ich mal gespannt. Sehr Papaya-lastig, sehr, sehr angenehm. Mag ich. Also auch das ist sehr, sehr schön. Für die Hopis und den Popo finde ich das natürlich auch großartig, dass die beiden Regionen definitiv nicht vergessen werden sollten. Und dann hast du auch noch Omega-9 hier mit dabei und Vitamin E und A. Okay, finde ich schön. Werde ich verwenden. Werde ich euch im Aufgebrauch-Video reviewen können. Abgefahren. Ne? Ja, ja, auch solche Regionen müssen bedacht werden. Das ist wichtig. Das haben auch alle mit drin von NYX, das Will Prodigious Ohr Floral. Das ist, ja, hier steht drauf, ein Trockenöl für Körper, Haare und Gesicht. Ich persönlich würde es präferiert an meinem Körper verwenden. Im Gesicht, glaube ich, ist es für viele einfach zu ölig. In den Haaren halt auch. Ich habe es verwendet letztens, das Floral in meinen Haaren, und es war nicht gut. Also ich würde es wirklich empfehlen, auf den Beinen zum Beispiel zu verwenden. Oder wenn ihr die Haare halt geschlossen habt, dass ihr das hier so an die Schlüsselbeine, an die Schultern oder so macht. Das kann sehr, sehr schön aussehen. Wenn man dann aber übermäßig schwitzen sollte, also wenn man krass in der Sonne ist, dann könnte das zu einer sehr klebrigen Angelegenheit werden. Also ne, das tatsächlich am sinnvollsten wahrscheinlich so an den Schienenbeinen oder so, so als, ja, Strumpfhose zum Aufmalen, mehr oder weniger, weil das hat ja auch so einen Glow mit dabei, einen ziemlich starken Glow. Dann hast du halt so eine pearly Strumpfhosen-Effekt-Geschichte. Finde ich eigentlich ganz schön, ne? Ja, genau. Das letzte habe ich halt an meinen Oberschenkeln verwendet und das war sehr, sehr gut. Aber das hier glitzert, ne? Das brauche ich mir jetzt nicht auf die Oberschenkel geben, muss ich sagen. Okay, und jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich jetzt in meiner Box so drin habe und die dann alternativ zum Beispiel auch in der Verlosungsbox drin sein könnten. Da werde ich gleich mal schauen. Da habe ich zuallererst ein Parfum hier drin. Und zwar ist das von Toscana Vita ein Eau de Parfum Adapt 30 Milliliter. Aha, sehr, sehr interessant. Da kann ich jetzt mal gleich kurz mein Näschen dran halten. Also in so einer Sommerbox ein Parfum finde ich schön. Da kann ich jetzt nicht so viel riechen. Komm, wir sprühen das jetzt mal auf. Zitrisch. Mhm. Hat auch so ein bisschen was,
so irgendeine bittere Südfrucht, hätte ich jetzt gesagt. Aber auch irgendwas Süßes ist dann mit dabei. Etwas, was mich ein bisschen an die Bum Bum Cream erinnert. Nee, das erinnert mich. Nein, der Duft erinnert mich eher an die, von Sol de Janeiro, aber an die rosa Variante davon. Es riecht schon gut. Ich habe euch ja sicherlich auch die Duftkomponenten eingeblendet. Ich kann sie jetzt hier drauf nicht sehen, leider. Ich finde, es riecht gut. Also ich mag den Duft schon. Doch, das ist ein toller Duft, ein toller Sommerduft. Ich weiß natürlich nicht, wie langanhaltend der so ist, ne? Aber es riecht angenehm. Ich kann mich gerade nicht beschweren. Ist schön, ne? Das ist toll. Dann habe ich hier Nagellack drin. Den hatte ich auch schon mal von Le Rouge à Ongles. Vernis à Ongles. Da haben wir 8 ml von Ménilmontant drin. So schaut das aus. Und das ist so ein blass-lila Ton. So ein schöner Lavendelton. Mag ich auch gerne. Wirklich sehr, sehr gerne. Auf den Fingern, auf den Füßen. Das ist schon schön. Ich glaube, den habe ich sogar noch. Also auch ein toller Sommerton, weil das so, ne? So strahlt. Das mag ich. Das ist ein toller Ton. Doch, doch. Das ist eine geile Marke. Grow Gorgeous Defense Anti-Pollution Shampoo. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal. 50 ml habe ich hier drin enthalten. Und ja, Grow Gorgeous ist eine Marke, die ich sehr, sehr feiere. Also, das ist eine sehr hochwertige Haarmarke, die jetzt aber nicht so. Also, die ist schon nicht günstig, ne? Aber die ist jetzt auch nicht so extrem teuer, dass es mega weh tut, sich das jetzt nachzukaufen, sage ich jetzt einfach mal dazu, ne? Und doch, das ist sehr schön. Das werde ich auf jeden Fall verwenden. Und mag ich. Also, das haben die hier gut reingepackt, dass man hier auch was für die Haare mit drin findet. Also, richtig schön bislang gestaltet auch, ne? Also, was wir jetzt tatsächlich noch nicht drin haben, ist jetzt irgendwie eine Gesichtscreme oder so. Wobei, da haben wir, upsala, den Lichtschutzfaktor auch mit am Start. Und hier habe ich jetzt das letzte Produkt aus der Box, und zwar von Mira. Ein Éclat de Teint Riche en Vitamin C. Okay, das ist ein Vitamin C Serum. Für die Nacht steht hier tatsächlich 30 ml. Und das ist ein Serum. Schaut so aus. Witzigerweise haben wir hier oben Milchglas und hier unten Klarglas. Abgefahren, ne? Nee, schön. Also Vitamin C kann man auch sehr, sehr gut gebrauchen. Nee, das ist komplett Klarglas, aber dadurch, dass hier so ein Klebi drauf ist, ist das quasi durchsichtig. Sehr coole Verpackung. Und Mira ist, glaube ich, auch eine sehr gute Marke. Ich weiß gar nicht, ob das Mira war. Irgendwo hatten wir auch mal ein Öl drin. Ich meine, dass es auch Mira war. Das war mir zu viel auf dem Gesicht und dann habe ich mir das auf, also an mein Unterstübchen gegeben, auf meine Mumu, als Aftershave, und es hat auch gut funktioniert. Aber das hier würde ich nicht nach unten geben. Nein, da haben wir A, B, C, D, E, F als Vitamine drin enthalten. Da geht natürlich die Party ab. Un Alphabet de Bienfait pour votre Peau steht hier drauf. Also quasi ein ganzes Alphabet mit seinen Vorzügen für deine Haut. Abgefahren. Crazy. Okay, das sind dann die Produkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Produkte. Und diese Tasche finde ich sehr schön. Also ist schön gestaltet. Ich persönlich hätte mir safe mehr dekorative Kosmetik gewünscht. Vor allem, wenn ich jetzt so auch an die Splendis-Edition zurückdenke, die wir jetzt auch letztens hatten. Also das weiß ich nicht. Irgendwie hätten die das. Also das sind schöne Produkte drin, gar keine Frage. Ich finde es cool, dass wir hier auch ein paar andere Marken drin haben. Und wenn ich mir jetzt halt auch nur erstmal die Produkte angucke, die ja alle drin haben, sind das auch Produkte von Kopf bis Fuß, die man super verwenden kann. Da hätte ich wahrscheinlich. Gut, wir haben einen Lichtschutzfaktor. Nee. Nee, du hast da wirklich alles, ne? Du hast was fürs Gesicht, du hast was für die Haare, für den Körper, du hast ein Tool mit dabei. Da hätte ich die dekorative Kosmetik vermisst, muss ich wirklich sagen. Da bin ich jetzt einfach happy, dass ich durch die 4 Produkte, die ich ja als, ne, jeder hat irgendwie gefühlt was anderes drin, das Parfum mit dabei habe und den Nagellack, aber ansonsten habe ich ja keine wirkliche dekorative Kosmetik. Vermisse ich persönlich. Wobei man auch sagen muss, ich muss es ja immer für mich auch abwägen, ne? Im Sommer schminkt man sich vielleicht nicht so exzessiv. Nun, aber das wäre halt tatsächlich so meine Einschätzung davon. Ich glaube, noch cooler wäre gewesen, wenn die mehr dekorative Kosmetik reingepackt hätten. Dann hätte ich es mehr gefeiert, bin ich ehrlich. Die Booty Cream finde ich abgefahren. Bin ich, ne? Jetzt gucke ich mal eben kurz, was in der Verlosungsbox als 4 Produkte drin ist, anstelle von denen, die ich drin habe. Okay, ja gut, da haben wir anstatt von dem Grow Gorgeous ein Brave New Hair Keratin Hair Conditioner drin mit 75 ml. Der ist
fantastisch. Also ich mag den, ich habe den auch schon mal aufgebraucht. Das Einzige, was ich hier nicht so schön finde, ist tatsächlich die, dass du es halt aufdrehst und so rausschütten musst, weil sich das nicht so gut rausdrücken lässt. Aber das Produkt, was da drin ist, ist richtig gut. Ich habe mir das irgendwann aufgeschnitten, weil mir das echt... Ich bin wahnsinnig geworden. Hier haben wir dekorative Kosmetik drin. We are blushing, Sophia und Mabey. Da haben wir einen Blush und zwar in der Farbe Blossoming drin enthalten. Den hatten wir jetzt auch in der LE, glaube ich, drin gehabt. Oder im Adventskalender, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es ein Stick Blush, ne? Der so daherkommt. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, Nas Orgasm Style mehr oder weniger. Weil du da ja im Prinzip dieses... sehr dunkel Aprikotfarben hast, mit dem goldenen zusammen, was sehr schön ist. Also da haben wir jetzt hier ein bisschen mehr dekorative Kosmetik drin. Dafür halt wahrscheinlich anstelle von dem Parfum, ne, das Parfum nicht, anstatt von dem Nagellack hätten wir hier ein Nailmatic Pure Base and Top Coat mit 8 ml. Das finde ich richtig cool. Das ist wirklich mal was Spezielleres, beziehungsweise etwas, was man auch immer gut verwenden kann. Ne? Da bist du jetzt nicht irgendwie farbgebunden. Sondern du hast zum einen hier ein 2-in-1-Produkt und zum anderen ist es halt auch etwas, was jeder, der Nagellack trägt, gut tragen kann. Ne? Und anstelle von dem, ich denke, Vitamin C, haben wir hier von Carmex ein Erdbeer-Lippenstift. Lippenpflegestift, genau, mit Lichtschutzfaktor 15, was sehr, sehr wenig ist, aber es ist hier halt so mit drin. Finde ich cool. Erdbeer auf den Lippen hätte ich tatsächlich auch sehr gerne. Cool. Also, beide hätten jetzt so ihre Vorzüge gehabt. Also ich hätte mich bei meinem tatsächlich über die Grow Gorgeous und das Parfum, über die Grow Gorgeous Shampoo gefreut und über das Parfum. Und bei dem anderen hätte ich mich über das Keratin, den Keratin Conditioner, draußen fängt es an zu regnen, über alles dieser vier Produkte tatsächlich auch sehr gefreut. Ihr Lieben, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und dann wäre es hier gewesen, wenn es dir hier gefallen hat. Wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.